The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unser Studienthema in den zukünftigen Zeitaltern. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Die Wissenschaft der Erlösung ist die höchste aller Wissenschaften. Die Engel und alle mit Vernunft begabten Wesen der ungefallenen Welten werden sie studieren. Sie wird die Aufmerksamkeit unseres Herrn und Heilandes beanspruchen. Er ist die Wissenschaft, die den Plan erforscht, die im Geist des Unendlichen ausgedacht und während ewigen Zeiten geheim gehalten wurde. Diese Wissenschaft wird in alle Ewigkeit das Studienthema der Erlösten Gottes sein. Es ist das höchste Studienfach, auf das sich ein Mensch überhaupt konzentrieren kann. Wie kein anderes Studium es vermag, wird es den Geist erquicken und die Seele erheben. Erlösung ist ein Thema, in das auch die Engel gerne Einblick haben möchten. Es wird in alle Ewigkeit der Forschungsgegenstand und das Lied der Erlösten sein. Ist es dieses Thema nicht wert, schon jetzt sorgfältig durchdacht und studiert zu werden? Das Studium der Menschwerdung Christi, sein Sühneopfer und sein Mittlerdienst für den Geist des eifrigen Forschers immer beschäftigen. Während er zum Himmel aufschaut, der seit ungezählten Jahren besteht, wird er rufen: Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. In der Ewigkeit werden wir vieles lernen, das uns schon hier das Verständnis erweitert hätte, wenn wir das, was an Erkenntnis erhältlich war, aufgenommen hätten. Die Themen der Erlösung werden durch die ganze Ewigkeit hindurch Herzen, Verstand und Zungen der Erlösten beschäftigen. Sie werden die Wahrheiten begreifen, die Christus seinen Jüngern so gerne eröffnet hatte, die sie aber aus Mangel an Glauben nicht erfasst hatten. Immer wieder neue Einsichten über die Vollkommenheit und Herrlichkeit Christi werden gewonnen werden. In alle Ewigkeit wird der treue Hausvater aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholen. Wäre es uns möglich, ein volles Verständnis Gottes und seiner Wahrheit zu erlangen, dann gäbe es für uns keine weitere Entdeckung, kein größeres Wissen, keine Weiterentwicklung. Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Da Gott unendlich ist und in ihm alle Schätze der Weisheit sind, dürfen wir in alle Ewigkeit immer weiter forschen, immer weiter lernen und werden doch den Reichtum seiner Weisheit, seiner Güte oder seiner Macht nie erschöpfen. The Lord is coming. Are you ready?